passt mittlerweile nicht mehr alles ins Lager. Deswegen gibt es mittlerweile schon Lagercontainer, wo ich mein Gold natürlich drin lager. Schauen wir uns mal an. Hier stehen auch alte Requisiten drin, weil die Frage ist ja, wo kommen die Requisiten für die Produktion Schmidt-Ritz her? Ja, die habe ich mal aufgekauft mit meinem Kumpel Jens Ohle, den Jongleur aus Hamburg. Und hier steht noch einiges im Lager drin. So, hier hinter, hier habe ich erstmal Klofronten für unsere Produktion auf Wacken mit dem Totenkopf, wie sich das gehört natürlich. So, hier haben wir eine Illusion stehen, die heißt Little by Little, falls du es schaffst um die Ecke. Da wird die Person in drei Teile geschnitten und so weiter und so fort und dann einfach versetzt. Die Requisiten, die stammen von Dr. Peter Kerstens. Dr. Peter Kerstens, ein großartiger Zauberer aus der DDR. Von denen haben wir einfach seinen ganzen Fundus irgendwann mal aufgekauft. Und der lagert hier und so kann ich eben über diese alten Requisiten natürlich verfügen. Er hatte zu DDR-Zeiten einen Kessel Buntes moderiert. Das war in der DDR die Hauptshow, das, was Millionen Leute geguckt haben, anscheinend auch Leute aus dem Westen. Und somit wurden diese Requisiten höchstwahrscheinlich vom Requisiteur aus dem Friedrichstadtpalast gebaut. Das heißt, das Schmidt-Theater, die Produktion Schmidt-Ritz, ist mit Requisiten des Friedrichstadtpalastes bestückt worden. Und hier schwirren auch schon die Motten rum. Hier hinten steht noch, hier haben wir noch einen Schwerterkorb. So, ein alter Schwerterkorb, auch aus der Produktion, auch aus dem Nachlass von Dr. Peter Kerstens. Hier sieht man einfach einen Riesenkorb, da kommt eine Person rein und dann werden brennende Schwerter hier an verschiedenen Seiten durchgesteckt und die Person ist natürlich verschwunden. So. So, Zaubertricks, 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 was man da so hat. Totaler Scheiß. Also von absolut billig hier rumliegen, wie wir es auch teilweise in der Schmidt-Ritz-Produktion haben. Ui, Zauberei, magisch. Ja, manche Sachen sind auch tragisch. So, es gibt gute Zaubertricks, es gibt schlechte Zaubertricks, die Zaubertricks aus dem Schmidt-Ritz. Da haben wir zum Beispiel drin die menschliche Kanonenkugel. Ja, das kann man ja kaum als Trick bezeichnen. Das ist natürlich das Wunder schlechthin. Dann haben wir noch im Programm eine wahnsinnig gute Striptease-Illusion, die wunderbar klappt. Deswegen unbedingt Schmidt-Ritz sich angucken gehen. Das ist eine hervorragende Illusion. Was haben wir noch? Den stärksten Mann der Welt. Das ist natürlich auch keine Illusion. Da hat natürlich Götz und Heiko so oft geprobt, dass sie jetzt hunderte von Kilo in die Luft bringen können. Was haben wir noch? Ach, wir haben so viele schöne Sachen im Schmidt-Ritz. Also was Veit und Benny da gemacht haben aus dem Team. Beide mit großer Zaubererfahrung und Zaubererfahrung. Die haben sehr autark gearbeitet und da auch ganz viele. Wir haben den Weltrekordversuch mit den meisten Tricks in, ich glaube, 2 Minuten am Schluss der Show. Also hingehen und gucken. So, das ist meine Hutsammlung hier. Man sieht hier Helme, man sieht hier irgendwelche alten Hüte. Man sieht natürlich unglaublich, ui, da oben so die Zylinder. Ja klar, als Zauberer besonders am Anfang, ob es nun Chapeau Klack ist. Achso, die sollte man eigentlich entlastet hinstellen. Oder ganz normale Biberzylinder. Da habe ich auch noch einiges hier am Start. Das ist ja, alte Verpackung hier. Das kann man sozusagen immer gebrauchen. Ich glaube aber, einen Zylinder haben wir im Schmidt-Ritz gar nicht. Da haben wir eher ein bisschen modernere Sachen.